Hallo und Servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Code Swift, heute mit dem Thema Property Observer. Wir sind ja im Moment bei unserem Schwerpunktthema Properties, haben da in den letzten Lessons ja die verschiedenen Arten von Properties kennengelernt, die es so gibt. Und heute bauen wir darauf auf und setzen uns mit dem sogenannten Property Observer auseinander. Ja, was hat es damit auf sich? Generell, der Name deutet es ja schon an, kann man damit die Veränderung der Werte von Properties überwachen, ja, und darauf aufbauend eigene Befehle ausführen. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, wenn sich eine Property geändert hat, möchte ich ein Print-Statement ausgeben. Oder wenn eine Property geändert wird, möchte ich zusätzlich noch irgendeine Einstellung ändern oder was auch immer. Das bedeutet also, man kann die Änderung einer Property mit weiteren Befehlen verknüpfen, die immer ausgeführt werden, wenn eben eine Änderung einer solchen Property stattfindet. Vorneweg, diese Property Observer stehen generell ausschließlich für Stored Properties zur Verfügung. Es gibt auch noch Möglichkeiten, sie für Computed Properties zu implementieren. Das hängt allerdings mit der Vererbung zusammen, steht also auch nur in Klassen zur Verfügung. Und da wir das Thema noch gar nicht behandelt haben, will ich das jetzt auch noch nicht anschneiden. Also will nur sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass auch Computed Property von diesen Property Observern Gebrauch machen können. Standardmäßig ist es aber eine Technik, die eben, wie gesagt, ausschließlich Stored Properties vorbehalten bleibt. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar bereite ich da mal ein kleines Beispiel vor, eine Structure namens Car, um Autos abzubilden. So, und übergebe der mal zwei Properties. So, Stored Properties, wie wir es bereits kennen. Die eine nenne ich Maximum Speed. Ich setze hier der Einfachheit halber mal Integer ein, um in diesem Fall die Höchstgeschwindigkeit für ein Auto abzubilden. Und dann nehmen wir noch eine Variable Current Speed, ebenfalls vom Typ Int, um eben die aktuelle Geschwindigkeit abzubilden. So, das soll es schon sein. Und dann fange ich mal an und erstelle eine Instanz dieser Structure, die wir erstellt haben. Übergebe hier Informationen für diese beiden Werte. Sage einfach mal, okay, diese Instanz von Car soll eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, gehen wir jetzt mal davon aus, haben. Und Current Speed, ja, soll auf 0 stehen, weil sich das Ding im Moment eben noch gar nicht bewegt. Bis zu diesem Punkt sollte eigentlich alles klar sein, wenn ich nicht irgendwas komplett falsch gemacht habe. Wir haben hier einfach eine Structure Car mit zwei Properties und haben eine Instanz davon erstellt. Das kennen wir ja schon. Jetzt gucken wir uns aber, wie gesagt, die sogenannten Property Observer an. Derer ergibt es zwei. Der eine nennt sich WillSet und der andere DidSet. Und der Name sagt schon, wann der jeweilige Property Observer zum Einsatz kommt. Der WillSet Property Observer wird immer dann ausgelöst, wenn eine Property geändert wird, aber noch nicht geändert wurde. Also sprich, einer Property ein Wert zugewiesen wird, der aber noch nicht, dieser neue Wert noch nicht in der jeweiligen Property gespeichert ist. Und DidSet wird dann aufgerufen, sobald die Änderung zu Ende ist. Ja, also sprich, tatsächlich dann der neue Wert dieser Property zugewiesen wurde. Um das mal zu demonstrieren, führe ich das einfach mal praktisch vor, wie das Ganze funktioniert. Es ist ähnlich wie bei den Computed Properties zunächst. Wobei, ich fange mal anders an, bevor ich zeige, wie es geht, sage ich mal, was ich machen möchte. Und zwar möchte ich hier unsere Property Current Speed um derartige Property Observer ergänzen, um vor allen Dingen festzustellen, okay, wenn jetzt Current Speed zum Beispiel in unserem Fall der Wert 200 zugewiesen wird, kann das ja gar nicht sein, weil es damit die Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Das heißt, ich möchte durch den Property Observer eben prüfen, welcher Wert wird Current Speed zugewiesen, und sollte der größer sein als hier unsere definierte Maximalgeschwindigkeit, dann soll Current Speed eben auf diese Maximalgeschwindigkeit heruntergesetzt werden, damit Current Speed niemals größer sein kann als Maximum Speed. Das ist der Sinn dahinter. Da machen auch Property Observer eben, ja, absolut Sinn, tatsächlich, Entschuldigung, weil wir eben hier tatsächlich die Änderung der Property überwachen können und entsprechend darauf reagieren können. Und in diesem Fall ist das eben tatsächlich einfach ein sinnvoller Case, dass man sagt, okay, Current Speed kann ja logischerweise niemals größer als Maximum Speed sein, aber ich kann natürlich Current Speed jeden beliebigen Integer zuweisen, auch einen, der größer ist als Maximum Speed. Und um eben zu verhindern, dass Current Speed einen solchen Wert besitzt, ändern wir den entsprechend. Wie machen wir das jetzt? Jetzt sind wir an dieser Stelle. Zunächst einmal ähnlich wie bei Computed Properties. Man deklariert hier die Stored Property wie gewohnt. Anschließend kommt ein geschweiftes Klammernpaar,
Und dazwischen werden eben nun diese beiden Property Observer WillSet und DidSet implementiert. Vergleichbar mit dem Getter und Setter einer Computed Property. Man kann beide Property Observer, WillSet und DidSet implementieren, muss es aber nicht. Man kann beide, man kann nur einen von beiden. Das ist einem selbst überlassen, je nachdem, welche Funktion man braucht. Ob man eben den Observer auslösen möchte, bevor der Wert letzten Endes in der Property geändert wird oder nachdem er geändert wurde. Das ist so das Spielchen. In diesem Beispiel, einfach mal zu Testzwecken, werden wir beide implementieren, um mal zu sehen, wie das so funktioniert. Wie gesagt, der erste, den es gibt, nennt sich WillSet, der also ausgelöst wird, wenn der Wert von CurrentSpeed geändert werden soll, aber noch nicht geändert wurde. Dahinter gibt man, ähnlich wie beim Setter einer Computed Property, einen Bezeichner an, dem der Wert zugewiesen wird, den CurrentSpeed erhalten soll. Ja, also sprich, wenn das aufgerufen wird, hat CurrentSpeed noch den alten Wert. Wir erhalten hier aber als Parameter den neuen Wert, den es erhalten soll. So, und ich nenne das einfach mal an dieser Stelle New Current Speed. Einfach ein Bezeichner, den wir dann innerhalb hier dieses WillSet-Blocks verwenden können. Und das heißt, alles, was hier drin steht, wird jetzt aufgerufen, sobald der Wert von Current Speed geändert werden soll. Und ich mache das hier mal ganz simpel. Ich gebe hier einfach ein Print-Statement aus, in dem ich schreibe, Sekunde, Geschwindigkeit wird auf. So, und dann gebe ich den neuen Wert, der hier noch zugewiesen werden soll, New Current Speed, erhöht. So, ich gebe hier mal noch kmh an. So. Würde ich hier an dieser Stelle, nur der Vollständigkeit halber, auf Current Speed zugreifen, auf die Property selbst, das kann ich tun, das ist kein Problem, dann würde ich aber noch den ursprünglichen Wert bekommen. Weil, wie gesagt, sobald das hier aufgerufen wird, WillSet, ist Current Speed noch nicht geändert. Es soll geändert werden, aber noch hat Current Speed den Ursprungswert und in New Current Speed kriegen wir den neuen Wert. Wir können uns das mal angucken, indem ich mal hergehe und jetzt sage, okay, pass auf, ich weise jetzt Current Speed von meiner K-Instanz einfach einen neuen Wert zu, zum Beispiel 50. So, warten kurz auf den Playground. Oh, ja, der Mac rödelt gerade wieder ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, ob er da rauskommt, aber ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube, ich mache das hier mal wieder auf die harte Tour gerade. Kann sein, dass er sich noch fängt, aber ich glaube es gerade irgendwie nicht. Ah, starten wir Xcode einfach nochmal neu. So. Dauert zwar jetzt einen Moment, bis er den Simulator und all das wieder gestartet hat, aber besser, als wenn wir hier ewig und 3 Tage warten, ja, dass er sich vielleicht mal wieder fängt, nicht wahr? So, gucken wir mal, was jetzt passiert hier. Wir wollen weitermachen, Freunde. Komm schon, Xcode, lass uns nicht im Stich. Jetzt bräuchten wir hier so Überbrückungsmusik. Das wäre voll praktisch. Na, was passiert? Er führt aus. Und hier sind wir auch schon wieder. Hey! Wir sind schon wieder da und wir sehen tatsächlich, Current Speed haben wir hier den Wert 50 zugewiesen. Und wir sehen, dass dieser WillSet-Block ausgelöst wurde. Und wir hier. Habe ich Geschwindigkeit? Richtig? Ja. Nee, habe ich nicht. Um Gottes Willen. Hab gedacht, das sieht gerade irgendwie falsch aus. Geschwindigkeit wird auf 50 km/h erhöht. Also wir sehen auch tatsächlich, dieser Wert, den wir hier übergeben, der steckt hier in dieser temporären Konstante New Current Speed. Den lesen wir aus und verarbeiten den entsprechend in diesem Print-Statement. Ja, würden wir auf Current Speed an sich zugreifen, wie gesagt, bekämen wir 0 zurück, weil an dieser Stelle, wenn das aufgerufen wird, hat sich Current Speed noch nicht geändert. Das ist eben der springende Punkt. So, der Zeitpunkt, wo sich Current Speed tatsächlich schon geändert hat und in diesem Beispiel 50 besitzt, das ist im DidSet-Block der Fall. Also der zweite Property-Observer, den man bei StoredPropertys in Swift implementieren kann. Auch der bekommt hier einen Bezeichner für eine temporäre Konstante. Der enthält allerdings nicht den neuen Wert, den wir hier zuweisen, denn den besitzt Current Speed ja dann schon. Den kriegen wir ja einfach, indem wir auf Current Speed zugreifen. Sondern der enthält den ursprünglichen Wert, also den vor der Änderung. Es ist also genau das umgekehrte Spielchen zu WillSet. Das bedeutet, den Bezeichner nenne ich hier auch einfach mal passenderweise OldCurrentSpeed. So, und jetzt kann ich eben in dieser DidSet-Methode ja auch auf diesen Wert zugreifen. Ich mache das erst einmal ganz simpel gebe erstmal nur ein Print-Statement aus und sage, pass auf, Geschwindigkeit wurde auf, um erstmal zu sagen, welche Geschwindigkeit wir aktuell haben. Dazu muss ich Current Speed direkt auslesen, denn das enthält jetzt
den neuen Wert, ja, wurde auf Current Speed km/h erhöht und betrug zuvor, da ergänze ich das noch, und das kriegen wir, den vorherigen Wert vor der Änderung, der steckt jetzt hier in Old Current Speed. Das heißt, hierüber kann ich darauf zugreifen. So, km/h, Punkt. Dass man auch mal sieht, dass ich hier wirklich beide Werte benutze. Und man sieht es jetzt auch ganz schön. Wir bekommen jetzt hier das zweite Print-Statement. Denn wie gesagt, wir haben ja, wir weisen hier einen neuen Wert zu. Wir haben hier zwei Property Observer implementiert. Die werden jetzt beide ausgelöst durch diese Zuweisung. Der erste bleibt wie gehabt. Und im zweiten heißt es, Geschwindigkeit wurde auf 50 km/h erhöht. Ja, es ist hier im DIT-Set-Block ausgeführt worden. Das bedeutet, die Änderung ist bereits durchgeführt und betrug zuvor 0 km/h. Eben der Wert, den wir vorher hatten. Und das kann man jetzt noch weiterspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, jetzt setze ich im nächsten Schritt Current Speed auf 100. Dann werden wieder diese Property Observer ausgelöst. Der erste heißt, Geschwindigkeit wird auf 100 km/h erhöht. Er bekommt hier den neuen Wert, aber er wurde noch nicht geändert. Current Speed entspricht in Willset weiterhin noch 50, dem ursprünglichen Wert. Und dann heißt es, Geschwindigkeit wurde auf 100 km/h erhöht. Da ist die Änderung bereits durchgeführt und betrug zuvor 50 km/h. Ja, also wir sehen, es orientiert sich immer an dem vorherigen Wert. Und an dieser Stelle, wo das aufgerufen wird, hatte eben zuvor Current Speed den Wert 50. Ja, das ist so das Grundlegende, was es generell zu Property Observern zu sagen gibt. Zum Abschluss möchte ich noch die Logik so anpassen, wie ich es gesagt habe, dass ich eben hier prüfe bei den Property Observern, okay, wenn Current Speed größer als Maximum Speed ist, dann weise ihm doch bitte Maximum Speed zu. Und dazu gehe ich hier mal in diesen DIT-Set-Block und prüfe jetzt einfach das Ganze, indem ich schaue, okay, ist Current Speed, der Wert wurde ja bereits zugewiesen, größer als Maximum Speed? Ist ja ein Wert hier unserer Instanz, darauf kann ich zugreifen. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich einfach, okay, pass auf, Current Speed ist gleich Maximum Speed. Und damit ist eben sichergestellt, okay, Current Speed kann nicht größer sein als die Maximalgeschwindigkeit, die in der Instanz gesetzt ist, in diesem Fall 180. Das kann man auch mal demonstrieren. Im Moment sehen wir ja weiterhin, dass die bisherigen Befehle korrekt durchgeführt werden, also die Geschwindigkeitserhöhungen passen. Ich sage jetzt auch einfach mal noch, my car current speed ist gleich 150. Auch das liegt ja noch unterhalb von Maximum Speed. Das heißt, auch hier sehen wir, hier die Geschwindigkeit wurde auf 150 km/h erhöht. Kein Problem, alles klar. Jetzt geben wir aber mal als Current Speed 200 rein, was ja über dem Maximum Speed von 180 liegt. Und gucken mal, was passiert. Und jetzt sehen wir hier ganz schön, zum einen, okay, es wird zuerst WillSet aufgerufen. Und dort werten wir nur den neuen Wert aus. Und deswegen heißt es hier auch, Geschwindigkeit wird auf 200 km/h erhöht. Das ist, was getan werden soll. Aber in DITSET fangen wir das Ganze ab, stellen dann hier fest, okay, Current Speed ist größer. Ja, 200, was wir hier zugewiesen haben, ist größer als unser Maximum Speed 180. Deswegen wurde Current Speed auf 180 gesetzt. Und dann wird hier das Print Statement ausgegeben. Und hier heißt es dann, Geschwindigkeit wurde auf 180 km/h erhöht und betrug zuvor 150 km/h. Sehen also, dass diese Änderung tatsächlich entsprechend umgesetzt wurde. Ja, Freunde, das ist im Endeffekt das, was es zu Property Observern zu erzählen gibt. Es handelt sich dabei, ähnlich wie beim Getter und Setter einer Computed Property, einfach um Methoden letzten Endes, um Funktionen. Wir können hier beliebige Befehle reinpacken, die eben immer zu den entsprechenden Situationen ausgelöst werden sollen. Eben, wenn der Wert dieser Stop Property geändert werden soll und wenn er geändert wurde. Das können wir hier entsprechend abfangen. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Detail, auch ähnlich wie beim Setter einer Computed Property. Und zwar betrifft das hier wieder diese temporäre Konstante, den Bezeichner, den man hier bei WillSet und DITSET setzt. Man kann, wie wir es hier getan haben, einen beliebigen Bezeichner dafür vergeben. Man kann den aber auch weglassen und dann einen Standardwert benutzen, den man bekommt. Bei WillSet nennt sich dieser Standardwert New Value. Wir sehen auch ganz schön, es entspricht natürlich dem Typ der zugrunde liegenden Property. So, und bei DITSET, wenn wir hier den eigenen Bezeichner weglassen, können wir auf den Wert mit Hilfe der Property Old Value zugreifen. Das sind also Standardbezeichner, die wir hier bekommen in Swift und die wir jederzeit verwenden können, wenn wir selbst keine eigenen Bezeichner übergeben. Ja, Freunde, damit sind wir auch am Ende dieser Lesson angelangt. Wie gesagt,
Es gibt auch eine Möglichkeit, diese Property Observer für Computed Properties zu nutzen. Ich habe mir das auch mal auf meinen Ideenzettel geschrieben, um das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anzusprechen, weil es einfach ganz interessant zu wissen ist. Ich hoffe, ich denke daran, aber da müssen wir eben zuvor erst einmal die Vererbung noch abfrühstücken, weil es da eben dann, das ist essentiell, dass man das hat, bevor man sozusagen diese Besonderheit kennenlernen kann, wie man Property Observer für Computed Properties einsetzt. Ja, Freunde, das war es dann tatsächlich für diese Lesson. In der nächsten Lesson, wenn ich es richtig sehe, lass mich gucken, werden wir uns die Type Properties angucken. Eigentlich ist das noch ein fünfter Typ von Property, die man in Swift deklarieren kann. Allerdings mit einer Besonderheit, aber das sehen wir dann in der nächsten Lesson, Freunde. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ciao!